So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Factorio. Wir wollten das Band hier weiter ausführen. Weil wir sehen, dass hier auch nur so, ich nenne es mal, fragmentiert irgendwas ankommt. Natürlich schlecht. Ziehen wir hier noch mal ein bisschen mehr aus, in Hoffnung, dass das Bild hier packt. Oder vielleicht auch nicht. Oh Mann, das wird ganz knapp vielleicht über, wenn überhaupt reichen. Was ist das denn hier so lückenhaft? Das frisst gerade von derselben Quelle, das ist nicht. Von wo nehmen wir uns ein bisschen was?
Wir hoffen, dass es reichen wird. Ich kann auch noch das machen. Erhöht die Last noch mal da oben deutlich. Ich denke mal, das soll jetzt reichen. So, es arbeitet jetzt vor sich hin und wir gucken noch mal zu kurz im Bahnhof, was der so sagt. Der sagt, minus 81 ist also mehr geworden. Bedeutet, müssen da mehr Züge hinbekommen. Müsste doch eigentlich so gut wie leer sein, wenn ich mich nicht irre. Da steht schon mal ein zweiter dahinter. Das ist schon mal nicht schlecht. Achtundvierzig Kisten. Wir haben 48 Kisten mit, habe ich mich da verrechnet, mit 48 Stacks. Was ist denn hier das Anforderungsding? Oh, das ist schon 128.000. Okay. Sind 8 Züge, sagen wir mal, fordern 12 Züge an, also 4 mehr. Also 192.000. Dann gleich Züge hoffentlich losgeschickt. Kettensignale und wir brauchen hier nochmal ein normales Zugsignal. Wo seid ihr nochmal da? Tausend merke ich mir mal. Ich schreibe mir hier mal ganz kurz hin. So, und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich an die Produktion von mehr Kupferplatten machen. Weil sonst ist, glaube ich, hier gleich vorbei mit Kupfersports. Uns ist wirklich instant das Kupfererz ausgegangen. Ah, Spiel, du hast mich aber auch wirklich.
haben wir so wenig Produktivitätsmodule? Oh, bisschen viel vielleicht, okay. Hey. Ziehen wir uns noch mal ganz kurz hier eine schöne Blaupause. Müssen wir jetzt doch das Schienensystem ausbauen. Ich dachte, ich könnte mich noch mal ein bisschen verdrücken, aber... Ja, nee, doch nicht. Allgemein müssen wir wahrscheinlich die nächsten Folgen ein bisschen was anderes machen. Das sind so die letzten Produktivitätsmodule, die wir haben. Könnte nochmal die Produktivitätsmodulproduktion verdoppeln, verdreifachen. Ja, das sollte ich tun. Drohnen, ihr braucht so lange, schnimmig. Ich wünschte, man hätte. Von mir aus kann das ja auch ein Modul sein, dass du da drin hast im Anzug was Platz blockiert, aber dass sie sich schneller aufladen. Das ist ja so. Ekelhaft, lange dauert was. So, das reicht hier wenigstens. Und eigentlich müssten wir noch mindestens eine weitere Stahlschmelze jetzt aufbauen. ...2700 haben wir gerade. Fehlt immer noch ein Balancer, ne? Ich habe ja nur 4 auf 4 da gebalanced. Das ist überall so, ne? Hey. Ist ja kein Fehler, sondern gewollt, vielleicht.
So. Erzähl mir nicht, dass jetzt hier ein paar Teile fehlen. Hier haben wir ja noch eine Goldmine. Der Dix war wirklich voll. Krass. Das hier ist auch komplett voll. Ach, Mist. Möge mich mal ein bisschen beliefern, das wäre super. Fordern hiervon nochmal noch ein bisschen was an Kraftstoff. Und dann müssen wir uns wohl am Projekt, wir brauchen mehr Erze, doch ranmachen. Naja. Lassen wir uns schon mal 8000 Schienen hierher bringen. Dann sollte das schon irgendwie passen, würde ich sagen. So. Lassen wir noch mal einmal. Bisschen was hiervon. Hier würde ich sagen, und passt. Das schon. Ja,
Um das Erzproblem kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann da oben. So, bis dann.